Tägliches Seelenbrot zum 3. September. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, haltet an am Gebet. Römer Kapitel 12, Vers 12. Mit der Hoffnung meint der Apostel Paulus das Warten der Gläubigen auf die zukünftige Herrlichkeit. Der Glaube umfasst die gegenwärtige Gnade Gottes. Die Hoffnung aber blickt empor zu der Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nun sagt der Apostel, dass wir in dieser Hoffnung fröhlich sein sollen, als nicht über etwas Geringes oder Vergängliches, sondern er hält uns die Hoffnung auf die ewige Seligkeit zum Freudengegenstand vor. Wenn wir recht bedächten, zu welcher Hoffnung wir berufen sind, und wenn wir recht lebendig der Verheißung Gottes glaubten, dann würden wir gewiss voller Freude sein, und zwar nicht allein in den Tagen unseres Wohlergehens, sondern auch in unserer traurigsten Erfahrung hier auf Erden. Und diese Freude, das Fröhlichsein in der Hoffnung, ist von weit größerem Segen, als wir gewöhnlich denken. Sie gibt unserem ganzen Christentum eine neue Kraft. Lasst uns deshalb dieses Thema etwas näher betrachten. Was den Gegenstand der Hoffnung oder die herrlichen Dinge betrifft, die wir von Gott erwarten, so werden wir dieselben hier nie recht zu fassen vermögen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Aber schon das, was wir in den Verheißungen Gottes sehen und daraus ahnen, ist so groß und so herrlich, dass kein Mensch es ganz auszusprechen vermag. Wer vermag zu sagen, wie viel das enthält, dass wir Gottes Erben und Christi Miterben sein werden? Und wer sind die, die solcher Ehre und Seligkeit voll werden sollen? Ausdrücklich alle, die hier Gottes Kinder sind, denn die Worte lauten so: Sind wir denn Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Das gilt jedem, den der Herr Jesus von der Welt erwählt hat und der durch das Wort und den Geist Gottes aus dem Sündenschlaf erweckt wurde und seine Seligkeit nur in Christus gefunden hat. Jedem, der noch immer mit allen seinen Gebrechen ihm anhängt und ihn und seine Gnade und Freundschaft, ja, sein Fleisch und sein Blut, das heißt seine Versöhnung, nicht entbehren kann, sondern darin seine Seelenspeise und sein Lebensbedürfnis hat. Der Herr Christus spricht: Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Glaubst du das? Bedenke, der Herr Jesus sagt von solchen Menschen, die in seiner Versöhnung ihren Trost haben, dass sie die Seligkeit des ewigen Lebens haben werden. Und das sagt er ganz entschieden und wiederholt es zu verschiedenen Malen. Wer vermag dann zu sagen, wie glücklich ein solcher Mensch ist? Und wer vermöchte auszusprechen, wie viele jene Worte Christi enthalten? Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer vermöchte auszusprechen, wie viel das enthält, was Johannes sagt, dann werden wir ihm gleich sein. Dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Schon David hatte diese Hoffnung, als er sagte: Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Der Herr Christus hat ausdrücklich erklärt: Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Was aber kann gewisser sein als das, was er selbst sagt? Unsere Seligkeitshoffnung hat also einen ganz untrüglichen Grund, weshalb sie auch ein sicherer und fester Anker unserer Seele genannt wird. Da wir nun eine so herrliche und so fest begründete Hoffnung auf die ewigen Freuden haben, so müssten wir allen irdischen Sorgen den Abschied geben und sprechen: Hinweg Trübsal, hinweg Angst und Unruhe. Ich habe ein ewiges Glück, ich gehe einer ewigen Freude entgegen. So war die Seligkeitshoffnung nicht auf unsere Würdigkeit oder auf unsere Gedanken gegründet, sondern auf Gottes eigenen Taten und seinem ewigen Ratschluss beruht. Es ist der Bekenner Christi unwürdig und auch ein großer Schade für unser Christentum, wenn wir unsere Seligkeitshoffnung vergessen
und uns nicht darüber freuen, sondern nur schweren Schrittes und seufzend den Freuden des Himmels entgegengehen. Würden wir uns mit größerem Ernst und größerem Eifer unserer Seligkeitshoffnung befleißigen, dann würde dadurch unser Christentum gestärkt werden. Wir würden viel eifriger nach dem rechten Weg zum Leben trachten und alles Irdische würde uns gleichgültiger sein. Diese Seligkeitshoffnung würde unsere Geduld und Ausdauer in den Kämpfen für die Krone beleben. Darum wird die Hoffnung zur Seligkeit auch ein Helm genannt. Der Helm ist ein wichtiger Teil der Waffenrüstung. Er bewirkt, dass wir mit größerem Mut im Kampfe vorwärts laufen. Und indem der Apostel diese Hoffnung einen sicheren und festen Anker unserer Seele nennt, hat er damit ausdrücklich gesagt, dass die Hoffnung auf die Seligkeit uns unter allen Stürmen der Versuchung und Anfechtung bei dem Herrn erhalten wird, so dass wir von dem wilden Weltstrudel nicht gänzlich verschlungen werden. Eine lebendige und feste Hoffnung wird in den Zeiten des Leidens und der Not uns zu den ewigen himmlischen Erquickungen führen und uns in den Tagen des irdischen Glücks und der zeitlichen Freude nüchtern und verständig erhalten, so dass wir mit dem Apostel sagen können: Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Möchte Gott uns unseren Unglauben vergeben, dass wir so wenig in der Hoffnung fröhlich sind, und möchte er uns hierin zur Besserung verhelfen. O Gott, ist hier ein Tröpflein schon so süße, wenn ich in deiner Liebe Kraft zerfließe, was wird das ganze Meer in jenem Leben für Wonne geben?